So, Leute, wir haben Pre-Release, beziehungsweise Release-Woche, Pre-Release-Woche. Morgen ist Release. Und ich habe noch einen Booster. Wieder noch einen Draft-Booster, weil ihr wisst ja, Set-Booster kommen erst jetzt morgen raus. Ich sag's nochmal, Leute, kauft keine Draft-Booster, wenn ihr nicht draften wollt. Die sind kacke. Aber ich muss ja irgendwas aufmachen hierfür. Und ich habe Bock und deswegen wird es aufgemacht. Struggle for Xemphar. 4 Mana Sorcery, ihr legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und danach fightet die eine andere Kreatur, die ihr nicht kontrolliert. Für 4 Mana sehr teuer, aber das Ding hat Vorteil. Ihr könnt es für 2 Mana irgendwie verdeckt legen. Also nicht irgendwie, sondern ihr könnt es für 2 Mana verdeckt legen. Und für ein grünes könnt ihr das eben casten. Die Runde drauf. Ab der Runde drauf. Das ist ganz cool. Sorcery, okay, aber es ist ganz gut. Dread Rider, 6 Mana, 3/7. Ach du Scheiße. 2 Mana tappen, ihr exilt eine Karte aus dem Friedhof, der Gegner verliert 3 Leben. Okay, das ist gut. Das ist nicht bad. Story Seeker, 2 Mana, 2/2 Lifelink. Oh mein Gott, Dwarf Cleric. Es ist ein Cleric. Agur Raven, 4 Mana, 3/3 fliegend, auch hier mit Vorteil, für ein blaues und farbloses. Auch nicht schlecht. Fearless Puppy, mit dem wunderschönsten Flavortext der Welt. Au! 1-1-1 Erstschlag mit Boast. Wenn diese Kreatur angreift, beziehungsweise als angreifende Kreatur zählt, könnt ihr 3 Mana bezahlen, um der +2/+0 zu geben. Und ja, die kann man halt nur einmal aktivieren. Das ist halt das Doofe daran. Mammoth Grove, 3 Mana, eine Kreatur kriegt +4/+4 mit Vorteil für ein grünes. Hammer. Einfach Hammer. Dieses Artwork mit diesem Haus. Hammer. Dusk Wielder, 1 Mana, 1/2 mit Boast. Für ein farbloses verliert ein Gegner ein Leben, die kriegt ein Leben. My Shadows Alone will slay you. Axarath Bragard. Okay, 4 Mana, 3/3 mit Boast. Für 2 Mana wird er enttappt und kriegt eine +1/+1 Marke. Das ist ziemlich gut. Scorn Effigy. 3 Mana, 2/3 mit Vorteil 0. Also könnt ihr die einfach für 2 Mana rauslegen, dann Turn 3 einfach dazu bekommen. Das ist ziemlich stark. Anul. Das ist ein Reprint, aber endlich mal eine hübsche Version. Ein blaues Mana, Counter-Target, Artefakt oder Enchantment-Spell. Also wirklich Artefakt oder Verzauberungszauber. Mit dieser Axt hier oben drin. Richtig nice. Richtig nice. Und dann haben wir eins von diesen Dingern. Immerstorm Skullcairn. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein schwarzes. Für ein farbloses und schwarzes, 2 rote tappen, opfern, fügt dir 3 Schaden an einen Spieler zu. Dieser Spieler wirft eine Handkarte ab. Soweit wäre das okay, aber man kann das nur wie eine Sorcery aktivieren. The Three Seasons. Für ein blaues und grünes, sehr günstig. Man mildt 3 Karten, das ist nicht so günstig. Man bringt 2 Snow Permanent aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Das ist okay. Und danach nimmt man 3 Karten aus jedem Friedhof und die Owner mischen die ins Deck zurück. Nee. Und unsere letzte Ankommen ist Rune Crone. 3 Mana, wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr euer Deck nach einer Runenkarte durchsuchen. Und die auf Rune Crone legen. Und das Ding schaffen. Okay, was sind Runenkarten? Ich habe Runenkarten noch nicht gesehen, glaube ich. Equipped Kreatur kriegt +1/+1. Egal. Schreibt mir mal bei den Kommentaren, was Runenkarten sind. Ich werde es bis dahin wieder vergessen haben. Beziehungsweise bis heute Nachmittag vergessen haben, nachzugucken. Und ja, ich bin heute leider ein bisschen im Stress. Schreibt mir das bitte mal rein, das wäre super, super lieb von euch. Danke. Unsere Rare ist, oh mein Gott, ich bin von weißen Super Rares gesegnet. Search for Glory, 3 Mana, Snow Sorcery. Wir durchsuchen unser Deck nach einem Snow Card, eine Legendary Card oder eine Saga Card. Revealen diese Karten, nehmen sie auf die Hand und mischen unser Deck. Danach kriegen wir ein Leben für jedes Snow Mana, was benutzt wurde, um den Spell zu casten. Ihr könnt damit Planeswalker suchen, ihr könnt damit Legendaries suchen, ihr könnt damit verschneite Karten suchen. Snowed Permanence, richtig stark. Also Planeswalker, verschneite Sachen, sogar Länder oder eben Sagas, wer auch immer Sagas sucht. Richtig stark, gerade für Commander, oh mein Gott, ich bin begeistert. Und wir haben ein Snowcard Forest mit einem süßen Ding hier oben. Ja, welcome to Arena, gibt es auch das Handy. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, na Blacksate. Ciao, ciao.